Berlin-Mitte, Mauermuseum am Checkpoint Charlie, 13. Dezember 2011. Alexandra Hildebrand empfing heute Auslandskorrespondentin Antonia Rados im Mauermuseum. Die 58-jährige österreichische Journalistin war Preisträgerin der Dr. Rainer Hildebrand-Medaille. Der Internationale Menschenrechtspreis wurde bereits zum 7. Mal verliehen. Im Vorfeld dazu lud die Initiatorin und Leiterin des Hauses, Alexandra Hildebrand, am Vormittag zu einem Pressegespräch. Die Jury, unter ihnen der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger, der frühere israelische Botschafter Avi Primor sowie Joachim Gauck, begründeten ihre Entscheidung darin, dass Rados sich aufgrund ihres persönlichen Einsatzes um die Menschenrechte und deren Wahrung verdient gemacht hat. Im Anschluss an die Pressekonferenz überreichte Dr. Hans-Dietrich Genscher Antonia Rados die Auszeichnung. Der Preis wird jährlich an Menschen vergeben, die sich gewaltfrei für Menschenrechte eingesetzt haben. Laudator der Veranstaltung, Dr. Hans-Dietrich Genscher, ehemaliger Bundesaußenminister, würdigte unter anderem ihre Art der Berichterstattung. Unter den 400 geladenen Gästen waren zahlreiche Prominente und Politiker, unter anderem sogar Grimme-Preisträger und RTL-Chefredakteur Peter Klöppel. Eröffnet wurde der Festakt mit einer musikalischen Einleitung des Julius-Leber-Institutes der Universität der Künste, gefolgt von der Eröffnungsrede der Stiftungspräsidentin Alexandra Hildebrand. Nach dem Bau der Mauer wollte Rainer Hildebrand dagegen etwas tun. Er war großer Verehrer Gandhis, das heißt Gewaltfreiheit. So kam er auf die Idee, eine Ausstellung aufzubauen über die Mauer, die Wahrheit, schonungslose Wahrheit. Er ging zum Senat und bat um finanzielle Unterstützung. Dann hieß es, nein, um Gottes Willen, die Mauer ist zu ernst. Das können wir nicht machen. Direkt an der Mauer, Ausstellung über die Mauer kommt gar nicht in Frage. Dann hat er sein privates Vermögen genutzt. Die Eltern waren Vater Kunsthistoriker mit Weltnamen, Mutter Malerin, Bekanntschaften, Freundschaften mit Le Corbusier, mit Picasso, mit Kandinsky, mit Marc Chagall. Kunstwerke waren zu Hause, die wurden verkauft und von diesem Geld ist die Ausstellung gemacht worden. Und unsere Hoffnung, dass wir würdevoll das, was er gemacht hat, fortsetzen können. Und für Ihre Hilfe bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, denn allein kann niemand was bewirken. Vielen herzlichen Dank. Anschließend ließ es sich Jurist Rainer Haushofer, Neffe des durch Nationalsozialisten ermordeten Professor Dr. Albrecht Haushofer, nicht nehmen, seine Hochachtung an die Stiftung auszusprechen. Haushofers Onkel, Dr. Albrecht Haushofer, war früher ein enger Vertrauter Dr. Rainer Hildebrands, erst als Lehrer, später als Freund. Der anschließend gezeigte Film von Antonia Rados, nicht angstfrei, aber unerschrocken, gewährte dem Publikum einen Einblick in die mutigen Einsätze der Preisträgerin, die in der anschließenden Verleihung durch Dr. Hans-Dietrich Genscher ausgezeichnet wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Hildebrand, wir sind wieder zusammengekommen, um den Internationalen Menschenrechtspreis zu verleihen. Eine Auszeichnung, die an Dr. Rainer Hildebrand erinnern soll, an sein Lebenswerk. Ein Mann, von dem man mit guten Gründen sagen kann, er war ein außergewöhnlicher Mann. Er war jemand, der nicht nur geholfen hat, sondern der Mut gemacht hat, der Hoffnung war für viele. Und diese vielen werden sich mit guten Erinnerungen immer dann bewegen, wenn sein Name fällt. Ich finde es schön, Frau Hildebrand, wie Sie in einer so menschlichen Weise das Lebenswerk Ihres Mannes fortsetzen. Wir brauchen das. Wir, meine ich, die Menschen in unserem Land und darüber hinaus. So ist es so, dass wir heute eine Journalistin auszeichnen, die dazu beiträgt, dass wir in einer friedlichen Welt, in einer Welt des Wohlstands mitempfinden können,
was Menschen woanders zu erleiden haben. Und dafür sollen sie ausgezeichnet werden. Die 58-jährige Politologin, die fast 3 Jahrzehnte als Auslandskorrespondentin tätig war, stand 2003 im Fokus der Weltöffentlichkeit, als sie unter anderem während des 2. Afghanistan-Krieges live aus Bagdad berichtete. Für ihre mutigen, unverfälschten und ehrlichen Reportagen aus dem Iran und aus Afghanistan wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. So erhielt sie neben dem Deutschen Fernsehpreis auch den österreichischen Medienpreis Romy. Liebe Frau Hildebrand, Herr Genscher, meine Damen und Herren, danke für diese Ehre. Ich fühle mich tatsächlich geehrt. Zuerst einmal die Mannschaften, die also daheim in den Sendern RTL und NTV arbeiten. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Unterstützung, die ich immer bekomme. Und ich bedanke mich auch vor allem bei den Leuten, die mit mir mitfahren. Einer von denen ist heute in diesem Saal, mein Kameramann Daniel Lorenz. Er war mit mir in Libyen, heute ist er hier. Antonia Rados arbeitet heute als Chefreporterin bei RTL und hat erst in diesem Jahr mit den Interviews von Muammar al-Gaddafi erneut für weltweites Aufsehen gesorgt. Antonia Rados ist erst die 2. weibliche Preisträgerin, die für die gewaltfreie Wahrung der Menschenrechte durch Stiftungspräsidentin Alexandra Hildebrand ausgezeichnet wurde.